Hallo, hallo, Ben Wellen hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Und ja, ich bin wieder zu Hause, wir sind wieder zurück. Seit letzter Nacht um Mitternacht sind wir endlich zu Hause wieder angekommen vom Acapulco. Und nein, dieses Mal habe ich nicht meine Videokamera mitgenommen, denn ich wollte einfach mal in Ruhe Urlaub machen, ohne zu filmen, irgendwas. Und ich habe absolut nichts gefilmt, was auch immer. Und erzähle euch nur mal so ein kleines bisschen was, was im Urlaub passiert ist. Naja, zum einen bin ich direkt am Anfang von so einer Zecke gebissen worden. Oh, eine Zecke im Hotelzimmer. Puh, wo gibt es denn sowas, ey? Naja, danach haben wir dann das Zimmer gewechselt. Ich hatte so richtige Krater hier im Unterarm. Man kann es auch so ein bisschen sehen. Da, es war richtig, richtig schlimm in drei Stellen und war brutal. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Will ich euch gar nicht zeigen, war es echt ekelhaft. Und was Ekliges möchte ich heute euch nicht zeigen. Ne? Ja, wie auch immer. Dann waren mir zwei Tage richtig schön schwindelig. Ja, war ich total Banane, aber der Ben ist ja immer bereit für alle Schwierigkeiten und ich hatte natürlich Antibiotika dabei und Benadryl und Aspirin und Ibuprofen und ich habe ja immer alles dabei. Ne? Ganz wichtig, wenn man irgendwo hinfährt, immer bereit zu sein für alle möglichen Aktionen oder Gefahren oder was auch immer einem passieren kann. Und so war ich da schon abgedeckt, muss aber in den nächsten Tagen wohl mal zum Arzt eine Blutuntersuchung machen lassen, so aus Sicherheitsgründen, ne? Mal sehen, ob da irgendwie das irgendwie ins Gehirn geht und der Ben dann nur noch so demnächst hier vorm YouTube-Channel sitzt, ne? Das dazu, naja, am letzten Urlaubstag, beziehungsweise der letzten Urlaubsnacht, liege ich schön im Bett und der Ben hat ja immer seine Ohrenstöpsel dabei, also ganz wichtig, auch so ein Tipp: Wenn ihr in Urlaub fahrt, kauft euch Wachs-Ohrenstöpsel, ne, aus Wachs. Die könnt ihr dann so schön formen, so wie euer Ohr ist und dann schön rein. Und dann ist 95% absolute Ruhe. Da hört ihr nichts mehr, weil ihr wisst ja, im Urlaub, jeder prollt rum, mal bist laut und weiß nicht was. Naja, wie auch immer im Hotel ist. Das passiert, auch wenn ihr zur Meisterschaft fahrt, holt euch diese Wachs-Ohrenstöpsel, die kriegt man normalerweise in der Apotheke. Naja, genug geredet, mal meine Ohrenstöpsel. Ich hatte wie immer meine Ohrenstöpsel drin, liege im Bett im Tiefschlaf, 4.30 Uhr morgens. Auf einmal hörst du ganz weit weg so. Was ist das denn? Ich werde so ein bisschen wach und ich nehme meine Ohrenstöpsel raus und auf einmal richtig laut. Im Flur. Und dann höre ich auf einmal, Ben, komm, da kommen zwei, die wollen mich verprügeln. Und ich so, oh, aus dem Bett gesprungen, in den Flur gelaufen und hier ist, was passiert ist. Also, wie gesagt, um 4.30 Uhr morgen, da werden wir schön am Schlafen, da sind wir ein paar Leute gekommen, die waren insgesamt, ich weiß es nicht, zwischen 12 und 15 Leuten, sagen wir mal. Ne? Da waren drei Männer dabei und alles Weiber. Ne? So. Dann sind die in das Hotel gekommen, im Flur und haben rumgeschrien. Ne? Natürlich alle gesoffen und besoffen und weiß nicht was. Und rumgeschrien, ne? Wie die Bekloppten. So, jetzt ist die Abby wach geworden, ist zum Flur gegangen, hat gesagt, hey, mach mal einen ruhigen hier, geh mal in euer Raum rein. Ne? Hör mal auf mit der Scheiße, andere Leute wollen schlafen. Und dann haben die angefangen rumzubrüllen und dann hat meine Frau gesagt, Kajate! Ne? Das heißt so viel, halt die Fresse. Und dann ging das wohl hin und her und hin und her. Und dann ist die Abby wohl ein paar Schritte nach vorne gegangen und gesagt, hey, jetzt hör auf mit der Scheiße. Und dann kam wohl eine Frau und ein Mann, so ein Fatty, ne? So ein Typ, auf sie zu und wollten ihn auf die Fresse hauen. Das ist der Moment, wo ich jetzt hier so irgendwie, Ben, komm, die wollen mich auf die Fresse hauen. Oder irgendwas, weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut war. So, ich raus und wenn man gerade so im Tiefschlaf war, ne, dann ist so direkt eine Schlägerei anfangen, ein bisschen schwieriger als normal, wenn man so ein bisschen Vorlauf hat und das Adrenalin so ein bisschen sich aufbauen kann. Naja, wie auch immer. Ich bin dann in den Flur rein und sah dann diesen Fatty kommen, ne, auf Abby zu und die andere Olle, ne, und auf einmal
Die andere Olle greift so Abbys Haare, fängt an runterzuziehen, ne? Und Abby greift die auch in die Haare, ne? Und dann ging es los, ne? Und dann der Typ wollte, und dann habe ich den Typen erstmal richtig schön so, Headlock, ne? Schwitzkasten, halt die Fresse, du machst gar nichts, ne? Sonst knock ich dich aus, ne? Hätte ich ihn sonst direkt ausgenockt. So. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, auf so einem Flur ohne Teppich und ohne Schuhe, ne? Ist ein bisschen glitschig, rutschig, wie auch immer, ne? Ein bisschen schwieriger. So, in der Zwischenzeit sahen dazu zwei andere Typen. Einer war so ein Schwuli, ne? Schwule erkennt man ja immer. Hey, ich habe nichts gegen Schwule. Schwule sind alle cool, ne? Also, mein bester Freund ist schwul. So, kommt auf mich zu. Das sind ja meistens immer so kleine. Die haben so eine Riesenfresse, ne? So wie die Frauen, wenn die besoffen sind, ne? So, jetzt hatte ich den einen so im Schwitzkasten, den anderen so, ne? Ey, hau ab, ne? Hau ab, ne? Und habe ich ihn immer so gepusht, weil der kam immer näher. Ne? Ich so, psch, wa, psch, wa, psch. Und der ging immer so, ne? Und dann kommt ein anderer, ne? So ein großer. Ich sag, du halt auch die Fresse, ne? So einen, den Schwulen war ich immer so, psch, psch, und den anderen halt die Fresse, psch, 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 ne? So, in der Zwischenzeit, Abby ist like, ne? Verdrischt die Olle richtig gut. So, jetzt kommt eine andere Olle und springt auf die Abby drauf. Ich habe den Typen immer noch im Headlock, zieh den da rüber, push den einen Schwuli, push den großen, geh da rüber, nimm die Olle, pack die von hinten und reiß die runter von Abby. Ne? Ist okay, wenn eine Frau gegen eine andere kämpft, so wie ein Mann gegen Mann, aber wenn dann zwei kommen, ne, geht gar nicht. So muss der Ben eingreifen, nehme ich die Olle, schmeiß die volle Kanne auf den Boden. Riesengeschrei, auch die anderen Weiber stehen da, schreien rum, alle noch die Bierflaschen in der Hand, ja. Oh. Wie auch immer, dann kommt Security, steht da und guckt nur dumm rum. Ich sag, Typ, ich hab den Typen noch. Hey, mach mal was, du Idiot. Sag mal was, tu mal was. Hey, schick die mal. Oh, nix. Steht da so. Ja, Security. Absolut useless, wie man so schön sagt. Ne? Also, ich schreie dann, was hast du für ein, was bist, warum bist du hier? Naja, wie auch immer, dann habe ich den Typen so, ne, den Fatty, erstmal raus, weggeschmissen. Und dann in der Zwischenzeit war jetzt Abby und diese Tuse, die waren getrennt. Und dann ging es aber noch ein bisschen Rangelei hin und her, hin und her. Ich war ständig bereit, ne, gleich geht's los und. Aber ging nicht los, ne? Der Ben brauchte jetzt nicht nochmal der alte Mann zu kämpfen im Hotelflur im 14. Stock. Nein, musste nicht passieren. Und da kam immer mehr Security. Die haben einfach nur rumgestanden und überhaupt nichts gesagt. Bis ich gesagt habe, jetzt rede doch mal, jetzt mach doch mal was hier, schmeiß die mal raus. Oh, dann ging die, ah, wir können ja mal bitte in euer Zimmer gehen. Mein Gott, in der Zwischenzeit der ganze Flur, alle Türen auf, ne? Alle Männer stehen im Flur draußen, ne? Nackig und weiß ich nicht was. Und dann frage ich mich, was ist aus der Generation von Männern heutzutage geworden? Die stehen da so. That's it. Da kommt keiner und sagt, hey, jetzt, ne? Hör mal auf hier. Nee. Aber alle, ne, schauen ganz grimmig. Also, nee. Sagt doch keiner was, ne? Nur so. Oh mein Gott, was ist bloß aus dieser Welt geworden? Was auch immer. Dann war das vorbei. Schlafen ging natürlich nicht mehr. Abbys Nacken tut immer noch scheiße weh. Die rennt immer noch so ein bisschen so rum, ne? Weil die alle so, okay, ne? Ja. So, die ist noch ein bisschen so in Mitleidenschaft gezogen, ein paar Scratches im Gesicht und weiß ich nicht was. Und das war das. Und dann sind wir dann nach Hause. Das war auch so eine Odyssee von 13, 14 Stunden, weil wir mussten so lange in Mexico City warten, haben uns ein Hotelzimmer genommen. Das war auch total kacke. Naja, aber ja, warte mal, will ich euch nicht mit belästigen mit der Scheiße. Und hat uns dann eine Freundin nach Hause gefahren vom Flughafen. Wie kann man? Alles okay, gut, gut. Heute Morgen wollen wir ins Studio gehen und ich gehe zum Auto, zu meinem Hummer und will aufschließen und sage, die Tür ist auf. Was ist denn hier los? Ich mache die Tür auf, voll Vandalism. Ne?
alle Sitze aufgeschlitzt mit dem Messer. Da sah es aus, hätte eine Bombe eingeschlagen. In den Headrest waren so kleine TVs, wisst ihr? Im Headrest, so die TVs. Anstatt die den Headrest rausgenommen hätten, ja, die Kabel abgeschnitten und dann einfach das ganze Ding mitgenommen. Nein, da haben die den Headrest aufgeschnitten mit den Messern und haben das TV rausgeholt, haben dabei noch das ganze Gestänge, was da mit dem Sitz zusammenhängt, verbogen. Und ja, jetzt kann ich mir erstmal eine komplette neue Innenausstattung vom Hammer irgendwie besorgen. Ich habe keine Versicherung gegen Vandalismus. Also kommt das alles aus meiner Tasche. Sah richtig geil aus, ne? Und da waren jetzt noch so, aus den Sitzen, aus dem Headrest kamen noch nur so zwei Metallstangen raus, ne? Also wenn du dann einen Unfall hast, von hinten einer reinfährt, ist dein Kopf direkt aufgespießt. Ja, so viel zur Sicherheit. Was will man machen? Das Auto sah absolut grauenhaft aus und natürlich alles, was im Auto nicht nied und nagelfest war an Computern, Stereosystem, TVs, alles rausgerissen, rausgebrochen, rausgeschnitten, die Sitze, wie gesagt, zerschnitten, also mal richtig geil. Ja, das dazu, also das war mein toller Urlaub, so im Großen und Ganzen, hätte besser sein können, ja, wie auch immer. So, jetzt, Samstag nehme ich einen Podcast auf, das heißt, dieser Podcast kommt zu euch schon Sonntag in einer Woche, wie immer an gewohnter Zeit, zeige euch den Trailer. Dieses Mal ist es jemand, den ihr nicht erwarten werdet, aber jemand, der beim Mr. Olympia mitgemacht hat. Ja, bei dem letzten Mr. Olympia. Und dann schauen wir mal, was derjenige oder diejenige zu sagen hat. Ne? Bin ich mal gespannt, was das für ein Podcast wird. Und am Sonntag seht ihr eine Peptide-Episode, das heißt, ich hole mir jemanden rein, dem ich BPC 157 und TB 500 gegeben habe, geschickt habe nach Deutschland und der es jetzt über 3 Monate genommen hat und dann redet er mal ganz klar Text über seine Erfahrungen mit diesen Peptiden. Es wird sehr interessant. Ich werde auch demnächst über andere Peptide sprechen, denn jetzt ist es wirklich soweit, dass ich eine Quelle habe. Wir brauchen keinen Doktor mehr, wir brauchen kein Sanitätshaus mehr, wir brauchen keine Apotheke mehr. Ich kann es direkt nach Deutschland schicken. Alle Peptide, naja, sagen wir mal so 99%, es gibt da 1 oder 2 Peptide, die ich nicht bekommen kann. Alle anderen Peptide, die ihr auf dem Markt kennt, kann ich jetzt ohne weiteres nach Deutschland schicken. Das geht auch relativ schnell und ohne irgendwelche Komplikationen. Da freue ich mich richtig drauf und das werde ich euch alles aber in dem Sonntagsvideo erklären. Also es ist sehr gut aus mit diesen Peptiden und dann hört ihr mal schön zu, was der Volker, der eigentlich der Erste war, dem ich das nach Deutschland geschickt habe, zu diesen Peptiden BPC 157 und TB 500 zu sagen hat. Ne? Das war mein kurzer Urlaubsrückblick, ne? Der so... Naja, Essen war übrigens auch meistens scheiße. Das nur dazu. Ne? Also, wir sehen uns am Sonntag mit einer extra oder einem extra Video über Peptide. Bis dahin, euer Ben Wellen says.